Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Rikachu. Heute wird das Grafik-Tablet von Gaomoon präsentiert. Dann schauen wir mal, was drin ist. Ups. So, ach, mir kommt so ein neuwertiger Plastikgeruch entgegen, als ich das rausgeholt habe. Und das ist es. So sieht's aus. Hier haben wir noch eine Driver-CD, bestimmt eine Bedienungsanleitung. Hier ist dann der Stift, ein USB-Kabel. Keine Ahnung, was das ist. Ich vermute mal, das sind Ersatzspitzen. So. Hole ich gleich auch nochmal raus. Eine Batterie. Und ein Handbuch. Gucken wir mal ganz kurz rein. Aha, aha. Working Area. Okay, da wo die Punkte sind, in den Bereich kann man zeichnen. Aha. Für Microsoft Windows 7 bis 10 oder Mac diese Varianten. Hier ist auch nochmal alles, was da drin ist. Wir haben vier Ersatzspitzen für den Stift und einen Pen-Nip-Clip, was auch immer das sein mag. Ja, die Kamera möchte gerade irgendwie nicht so richtig scharf werden, aber das ist, zeige ich gleich. Gibt es das hier auch auf Deutsch, ist jetzt erstmal die Frage. Nein, also die Bedienungsanleitung ist auf Englisch. Aber scheinbar kann man das einfach so anschließen per USB hier vorne. Wahrscheinlich kann man, wenn man die CD da reinpackt, das Driver-Programm installieren oder beziehungsweise downloaden von der Internetseite für das Programm. Das werden wir beim zweiten Part noch sehen, da werden wir das Programm ausprobieren und das Tablet anschließen. So kann man den Stift anscheinend, die Batterie reinpacken und das war's. So, gucken wir uns die Artikel noch mal kurz an. Wir packen mal eben den Stift aus. Das ist der Stift. Ziemlich leicht in der Hand. Aus Plastik ist der. Man dreht die hintere Seite, ja, die hintere Seite ab und hat hier dann das Plus, wo die Batterie raufkommt. Vorher müssen wir das Plastikteil hier von der Batterie lösen. Und hier mit Plus einfach nach oben rein. Und zudrehen. Mit dem hinteren Bereich, wie beim Kugelschreiber, kann man scheinbar den Stift ein- und ausschalten. Ach so, jetzt weiß ich, wofür der Ring ist. Guck mal, einmal rausnehmen hier. Mit diesem Teil, das kann man hier so ein bisschen zudrücken. Hier kommt die Spitze dann da rein. Ich will das jetzt nicht rausholen. Hier kann man die Spitze reinmachen. Und dann zudrücken und dann rausziehen. So könnt ihr dann die Spitze wechseln. Sollte, denke ich mal, funktionieren. Wenn ihr Fragen habt dazu oder das nicht richtig schafft, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe nochmal geguckt, das sind alles dieselben Spitzen. Das heißt, da gibt es keine
dünneren oder breiteren, die sind alle gleich. Jetzt kommen wir hier nochmal zu. Es ist sehr elastisch, glatt. Diese Punkte hier sind nur zur Markierung da, sozusagen. Das sind nicht Noppen, wo man dann logischerweise drüber stolpert. Das wäre jetzt im Zeichnen auch ziemlich blöd. Alles sehr glatt. Die Rückseite ist rutschfest. Und hier haben wir noch mal ein paar Daten für denjenigen, den es interessiert. So. Gucken wir uns nochmal das Design an. Das ist so ein Mix aus Matt und Hochglanz. Finde ich auch ganz interessant. Und hier kommt das Kabel zum Stromanschluss an. Ja, das war es soweit mit dem ersten Teil. Beim zweiten Teil wird es nochmal, glaube ich, ein bisschen interessanter. Da wird es dann angeschlossen und vorgeführt. Bleibt dran und seid gespannt. Bis gleich. Ihr wundert euch bestimmt, dass ich jetzt eine weibliche Stimme bin. Das liegt daran, da Pikachu mir die Möglichkeit gegeben hat, dass ich das Zeichentab vorstellen darf. Fangen wir mal, beziehungsweise gehen wir mal auf das Zeichentab direkt ein. Und zwar ist es halt so, dass sobald man diesen USB mit dem Zeichentab und dem PC verbunden hat, öffnet sich auf dem PC sofort ein Fenster, was ich sehr gut finde. Aber gehen wir erstmal auf diesen Stift ein. Der Stift wird hier oben an- und ausgeschaltet. Hier ist er aus, jetzt ist er an. Und hier hat er zwei Funktionen. Einmal radieren und einmal großflächig radieren. Also hinten ist großflächig radieren und vorne ist nur miniweise radieren. Wie ich gesagt habe, wenn man dieses USB reinsteckt, öffnet sich sofort ein Fenster. Und zwar ist das hier unten, dieses Windows Ink Arbeitsbereich. Und zwar, wenn man das einmal anklickt, hat man einmal Bildschirmskizze, einmal Skizzenblock und einmal die Kurznotizen. Dann gehen wir erstmal direkt auf Bildschirmskizze. Was ich ganz cool finde, ist, dass er das 1:1 übernimmt. Leider natürlich der Nachteil, dass er hier oben gleich alles auch, also tatsächlich einfach Bildschirm 1:1 übernimmt. Aber die Funktion ist auf jeden Fall möglich. Gut, ich habe so einfach ganz normal mit dem Stift die Fähigkeit wie die Maus. Und zwar, hier fangen wir mal an. Wir nehmen natürlich schön pink, wie man es halt kennt als Frau. Opala. Kann man halt auch hier die dicken und die dünnen einfach mal einschätzen. Und dann malen wir ihn mal ein bisschen aus. Um Gottes Willen, habe ich schon direkt übergemalt. Ich male schon wieder über. Also ich bin selber noch nicht so der Profi da drin. Aber wir versuchen es doch einfach mal. Ich male jetzt erstmal grob aus, weil wir ja gerne auch ein paar weitere Funktionen testen wollen und wir das nicht deswegen so mega in die Länge ziehen. Aber ihr seht, man hat wirklich gute Kontrolle drüber. Es lässt sich super gut, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, super gut steuern. Also wirklich. Den Handschuh, den ich hier übrigens zu habe, ist leider nicht dabei gewesen, aber ich finde ihn einfach angenehmer. Da hält man den Stift auch einfach besser. Haben wir aus einer Jojo Edition. Jeder kennt doch, was ein Jojo ist. Ja. So, jetzt überlege ich gerade, ob das schon in dieser Funktion ist. Mit den Upsala. Und Upsala. Ihr merkt, ich bin selber noch nicht so der Profi. Das ist die Farbe. Das bleibt die Farbe. So. Dann gehen wir auf Radiergummi. Ganz normal auch. Da nimmt er, glaube ich, großflächig alles weg, oder? Ja, jetzt hat er großflächig alles weggenommen. Da kann man dann ganz normal auch drüber laufen. Natürlich ein bisschen mit Abstand, weil es dann größer ist. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, den Radiergummi zu ändern, in klein, groß, Pinselstrich radieren oder halt einfach alles löschen. Okay, das ist halt ihr erstes Modell. Dann ist es halt so, dass man halt direkt auch, wenn man das Bild auf hat, kann man es direkt bearbeiten. Man gerade sieht, dass ich da einen Punkt reingemalt habe. Nur hier ist der Nachteil, dass man die dicke, upsala, nicht direkt hat, sondern man muss halt mehr malen, aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Und man kann es halt natürlich leider nicht mit dem Schauen ranzoomen. Aber, und die schwarzen Flächen werden direkt übergemalt, was einfach bei dem anderen nicht so war, bei der Bildschirmskizze. Da konnte man die schwarzen Flächen nicht übermalen. Es macht sehr viel Spaß, Pikachu anzumalen.
So, dann öffnen wir das mal mit Paint. Weil mit Paint kannst du natürlich, kann man das auch ranzoomen. Also da hat man wenigstens auch nochmal die Möglichkeit, das alles besser ranzuzoomen. Und zwar hier oben. Und man hat halt natürlich auch die Vorteile, dass man auch noch mehr Sachen hat. Zum Beispiel, ne, dadurch, dass ja Rikachus Logo sehr detailliert ist, hat man hier dann halt die Möglichkeit, das dann ganz fein anzumalen. Da muss man halt aber auch bedenken, die schwarzen Fältchen können auch dabei verschwinden. Deswegen sollte man halt wirklich auch an den Rändern sehr vorsichtig malen. Aber auch ich bin da kein Profi drin. Ne? Dann gehen wir gleich mal rüber zu der Einstellung nochmal, zum Detaillierten. Weil so würde, glaube ich, niemand es perfekt detailliert ausmalen können, ohne dass man es ranzoomt. Dementsprechend seht ihr, dass man das hier sehr detailliert machen kann. Wie ihr seht, kann man das halt, also ich drücke jetzt nur auf den Upsala, auf den hinteren, da seht ihr dann halt, dass ich das halt wegradiere, strichweisenartig. Und vorne kann ich dann detailliert alles einzeln wegmachen. Ist halt vorne gedrückt. Na, das geht hier nicht. Da. Da brauche ich halt ein bisschen mehr Kontakt, aber grundsätzlich ist das auch möglich. Machen wir das mal kurz zu. Nein, das speichern wir natürlich nicht. Und zwar haben wir das noch. Hier ist es halt so, dass man halt die vorderen und die hinteren noch einstellen kann. Und zwar mit rechter Taste und die normale Taste. Da kann man halt sogar noch die Empfindlichkeit mit anpassen. Unter anderem auch noch erweiterte Einstellungen, wie die halt greifen und vieles mehr. Und zwar kann man das Programm, was ich jetzt gerade geschlossen habe, kann man hier direkt auf die Gaomon-Seite runterladen. Die wird bestimmt in der Videobeschreibung auch verlinkt. Und dann habt ihr hier halt einfach die Möglichkeit, euer System herauszusuchen und es einfach dann für euer PC und euer System runterzuladen. Ja. Ich hoffe, selbst hier könnt ihr alles machen. Ich hoffe, ihr werdet damit Spaß haben, falls ihr euch das runter auch bestellt. Ich finde es super cool. Ich mag dieses Tab total lieben gern. Es macht total Spaß, damit irgendwas zu machen. Zum Beispiel, wenn man direkt auf Paint geht, habt ihr auch die Möglichkeit, es muss ja kein vorgeschriebenes Bild sein, ihr habt ja auch selbst, oder halt bei Photoshop oder GIMP oder wie auch immer, wir benutzen jetzt hier gerade Paint, habt ihr sogar die Möglichkeit, direkt eigenkreativ zu werden, alles selber zu benutzen, was Paint halt auch gibt.